Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat. Ihr seht, ich bin wieder in meinem Dacia Spring unterwegs, denn heute will ich wieder mal was testen, und zwar wie der Verbrauch bei unterschiedlichen Autobahngeschwindigkeiten ist. Und das werden wir heute mal auschecken. Und ich habe mir mal vorgenommen, so die Geschwindigkeit 80, 90, 100, vielleicht auch 110, und einfach mal schauen, wie viel verbraucht er denn da, denn dann kann man hochrechnen, wie weit komme ich denn mit den einzelnen Geschwindigkeiten, vermutlich im Schnitt, ne, bei konstanten Bedingungen. Und lohnt es sich eher, ein bisschen langsamer zu fahren, dafür weniger Ladestops einzuplanen, oder lieber dann schneller fahren und einmal mehr laden zum Beispiel, ne? Wie groß ist eigentlich der Unterschied? Also 80 ist ja natürlich jetzt kein Wert, mit dem man länger auf der Autobahn fährt, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Da geht für mich so die Autobahngeschwindigkeit los, 80, 90, 100, 110, und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Deswegen bin ich hier auch schon auf dem Weg zur Autobahn und will das heute mal mit euch gemeinsam austesten. Ich will wissen, wie viel Sparpotenzial drin steckt. Und ich denke, wir fahren jede Geschwindigkeit mal so ein paar Kilometerchen, so vielleicht 4-5 Kilometer, nur mit jeder Geschwindigkeit. Ich benutze dafür den Begrenzer, kann das dann ja schön konstant einstellen, und ja, dann schauen wir einfach mal, was nachher so auf der Verbrauchsuhr steht. Was der Spring hier so verbraucht im Drittelmix, das habe ich euch ja bereits gezeigt in einem anderen Video, auch im Vergleich vom Eco-Mode zum Normalmodus. Wir fahren heute Normalmodus übrigens. Und ja, das war schon ganz interessant, finde ich, was man da so einsparen kann und wie er eben im Drittelmix Autobahn, Stadt, über Landfahrt sich dann so darstellt. Aber wie das jetzt bei den verschiedenen Geschwindigkeiten auf der Autobahn konstant aussieht, das haben wir noch nicht getestet. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal mit den Worten von Det Müller, up of a Bahn. Hier geht es zur Autobahn, und ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir konstant auf 80 sind. Okay, da ist die Autobahn. Ich fahre auf, aktiviere mal hier die Action Cam, damit ihr auch hier mein Dashboard sehen könnt und euch selbst hier einen Überblick verschafft, wie das mit den Zahlen so aussieht. So, die Kamera läuft. Wenn alles gut geht, solltet ihr auch was sehen. Und der Begrenzer ist schon aktiv. Und dann heißt es jetzt nur noch einmal, zweimal drücken, dann hier die Werte zurücksetzen, die Verbrauchswerte. Die stehen ja standardmäßig dann auf 12 Kilowattstunden. Und dann fahren wir jetzt mal ein paar Minuten und ein paar Kilometerchen konstant geradeaus mit Tempo 80. Gott sei Dank ist es 6.31 Uhr am Feiertag, sonst würde ich hier wahrscheinlich tot gefahren werden bei der Geschwindigkeit. Aber so ist alles entspannt. Dann fahren wir mal ein Stückchen mit 80, und ja, die Werte sinken schon. Von 12 schon auf 11,7 runter. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie groß die Unterschiede bei den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen hier sein werden. Ja, 11,5. Sehr interessant. Ich bin erstaunt, dass die Tendenz immer noch weiter fallend ist. Jetzt sind wir schon bei 11,1 Kilowattstunden an Verbrauch angelangt. Eigentlich wollte ich gar nicht noch länger fahren, aber ich fahre mal so lange, bis der Verbrauch nicht mehr sinkt, bis wir eben einen, ja, so einen konstanten Wert haben. Ja, ich denke, der Wert hat sich jetzt eingepegelt bei 10,9 Kilowattstunden. Ja, jetzt ist er gerade noch mal auf 11 hochgegangen. 10,9 halte ich mal als Tiefstwert hier eben fest. Und dann würde ich sagen, Zeit einmal den Tempomaten bzw. den Begrenzer hochzusetzen auf Tempo 90. Wir schalten nochmal hier alle Verbrauchswerte auf Anfang zurück, heißt auf 12 Kilowattstunden. Da haben wir die Werte, 12 Kilowattstunden Anfangsverbrauch. Und dann fahren wir jetzt nochmal ein Stückchen mit Tempo 90. Und hier merken wir gleich, dass von 12,4 oder von 12,0 der Wert nach oben geht. Nicht wie eben bei Tempo 80,
runter, sondern direkt ein Stückchen hoch. Also ja, bei 90 ist wohl der Verbrauch etwas größer, kann aber auch an der leicht anderen Topografie hier liegen. Ich werde nachher noch einen Gegentest in die Gegenrichtung machen und dann werden wir die Werte dann entsprechend mitteln, damit wir auch hier was Vergleichbares auf der Uhr stehen haben. Ja, und der Verbrauch geht noch mal ein wenig nach oben, 12,5 Kilowattstunden, was aber immer noch, finde ich, ziemlich wenig ist. Also, ja, bin mal gespannt, wie es nachher in die Gegenrichtung aussieht. So 3 Minuten fahre ich noch mal weiter hier geradeaus, dann wird einmal gedreht. Wir fahren mit Tempo 80 und 90, beziehungsweise zuerst mit 90, dass wir die gleiche Strecke wie jetzt hier in die Richtung nochmal mit 90 zurückfahren, dann nochmal auf 80, dann mitteln wir die Werte und dann geht's nochmal drehen und mit Tempo 100 und 110 nochmal in dieselbe Richtung. Also ja, viel genauer kann ich das dann ehrlich gesagt so nicht mehr messen, ohne dass ich irgendwelche Profimaterialien habe. So kann ich weitestgehend diese Änderungen in der Topografie etwas ausgleichen und ausschließen, dass wir hier ziemlich gut gemittelte Werte hinbekommen. So, 12,5, ja, steht hier ziemlich stabil. Also würde ich schon fast mal als Wert einloggen. Aber ein kleines Stückchen fahre ich noch. Und dann sage ich euch, was im Endeffekt bei der Hinfahrt rausgekommen ist bei Tempo 90. Okay, das war's mit Tempo 90. Wir halten fest, 12,6 Kilowattstunden stehen hier auf der Uhr. Ich werde jetzt einmal drehen und dann nochmal in die gleiche Richtung zurückfahren. Erst mit Tempo 90 und dann mit Tempo 80 und dann schauen wir mal auf die Endergebniswerte für diese beiden Geschwindigkeiten. Und bitteschön, Tempo 90, here we go again. Beziehungsweise ich setze jetzt nochmal auf 0 zurück, denn hier das Beschleunigen verbraucht natürlich enorm viel an Energie und das will ich da nicht hier, dass das irgendwie verfälscht. So, ab hier geht's los, Tempo 90, gleiche Strecke zurück, wie eben schon in die Gegenrichtung. Und wir liegen beim Verbrauch hier sogar jetzt bei 13,0. Also ihr seht, es ist wichtig, dass man auch nochmal nicht nur einen Weg fährt, sondern auch den Weg zurück, um dann wirklich auch leichte Höhen- und Steigungsunterschiede entsprechend ausgleichen zu können. 13,0 ist schon ein bisschen viel, finde ich. Also auf jeden Fall im Vergleich zur Hinfahrt. Naja, mal schauen, wie es am Ende aussieht. Und ich würde sagen, weit genug gefahren. 13,1 Kilowattstunden steht hier auf der Uhr mit Tempo 90. Wir merken uns das mal, während ich den Begrenzer nochmal runtersetze auf Tempo 80 und nochmal hier konstant auf 80 beschleunige, den Verbrauch einmal komplett wieder zurücksetze. Also wir merken uns das für die Berechnung ganz am Ende. Da werde ich euch dann zeigen, was haben wir im Mittel in den verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen verbraucht und wie weit würden wir theoretisch rein rechnerisch damit kommen. Ich bin echt selbst sehr drauf gespannt. So, Tempo 80, mal schauen, ob da auch der Verbrauch ja ein gutes Stückchen höher nochmal liegt als bei der Hinfahrt. Das sieht hier bei der Tendenz auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Bei 11,2 Kilowattstunden liegen wir hier. Also Tempo 80 ist erstaunlich viel effizienter, wie es aussieht, als Tempo 90. Ja. Ja,
Und dieser Golffahrer ist mir fast ins Heck reingeknallt. Die Autobahn ist sowas von frei. Egal. So, 10,9. Also sehr, sehr geringer Verbrauch. Natürlich auch eine sehr, sehr geringe Geschwindigkeit. Aber naja, wir wollen es ja wissen. Ich will es ja wissen. Und wenn ihr zuschaut, dann wollt ihr es ja auch wissen, wie das hier am Endeffekt aussehen wird. Wir haben aber auch schon gleich den Endpunkt erreicht. Das heißt, da vorne ist unsere Abfahrt. Und dann können wir den Verbrauch einloggen und dann heißt es nochmal rumdrehen und dann mit realistischerer Geschwindigkeit, heißt Tempo 100, geht es dann nochmal in die Gegenrichtung. Ihr kennt das Ganze ja schon. Okay, hier ist unsere Abfahrt und ein Verbrauch von 11,0 steht auf der Uhr. Also auch hier in die Gegenrichtung haben wir etwas mehr verbraucht, glaube ich, wie auf dem Hinweg, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Zum Glück habe ich ja alles auf Video. Auf jeden Fall heißt es jetzt hier einmal kleine Schleife drehen und dann fahren wir direkt nochmal auf die Autobahn auf und der Begrenzer geht dann auf Tempo 100 und dann wird resettet und mal geschaut, was dabei so rumkommt hier. Okay, da wären wir. Tempo 100 liegt an. Der Verbrauch wurde zurückgesetzt. Wir warten auf die Messwerte. Und sehr überraschend, ja, der Verbrauch geht natürlich hoch, geht in Richtung 13 Kilowattstunden jetzt schon. Ich denke mal, bei Tempo 100 werden wir bestimmt bei über 14 Kilowattstunden im Endeffekt landen. Aber jetzt liegen wir schon bei 14,5, also eine enorme Steigerung. Aber das war ja nicht anders zu erwarten. Der Luftwiderstand, der ist ja exponentiell höher als bei zum Beispiel Tempo 80 und natürlich auch bei Tempo 90. Und der macht hier den großen Unterschied aus. Und das sieht man dann eben auch hier im Verbrauch. Da vorne ist unsere Abfahrt, wo wir dann drehen werden und unsere Messung liegt bei 15,1 in die eine Richtung und das heißt, jetzt werden wir gleich nochmal die Fahrt in die Gegenrichtung antreten. Also, weil ich jetzt hier auch mehr Strecke zurücklege, reicht meine Teststrecke nicht ganz so lange aus, dass ich dann beide Geschwindigkeiten oder zwei Geschwindigkeiten in eine Richtung machen kann. Das heißt, die 110 machen wir danach nochmal in die gleiche Richtung, aber erst heißt es nochmal drehen, resetten und Gegenrichtung. Na, was ist denn da schon wieder los? Da steht die Polizei zum Glück nicht in die Richtung, in die wir fahren müssen. Ich glaube, die müssen irgendwas aufsammeln. Sieht auf jeden Fall irgendwie so aus. Zumindest war kein Unfall. Das ist gut. Davon gab es bei uns in der letzten Zeit nämlich wirklich mehr als genug. Gerade vor kurzem hat ein LKW gebrannt. Also ein Reifen von einem LKW. Der LKW-Fahrer ist weitergefahren und dann haben plötzlich alle Reifen hinten von seinem Aufhänger in Flammen gestanden. Er hat einzelne brennende Reifen verloren. Die sind dann ins Feld reingeflogen. Das Feld hat angefangen zu brennen. Der LKW ist ausgebrannt. Ein anderer LKW ist von der Brücke runtergestürzt. Der arme LKW-Fahrer, der stand, ihr müsst euch das mal geben, der stand einen Tag vor seiner Pensionierung, also vor der Rente, und ist am letzten Arbeitstag tödlich verunglückt. So, ich stelle noch mal gerade hier zurück auf 12,0 und wir machen jetzt die Messung in die Gegenrichtung. Ja, der arme Kerl ist echt in seinem LKW verbrannt, also wie in so einem Trag. Ich musste mal an Lethal Weapon denken, ganz kurz vor der Rente und dann passiert was. Echt tragisch. Also Unfälle hatten wir hier, weiß Gott, genug in der letzten Zeit. So, Tempo 100, Tendenz steigt. Wir sind schon bei 12,5. Also ich knatter noch mal ein bisschen durch und dann haben wir den zweiten Wert und dann geht es mit 110 noch mal in die Gegenrichtung. Aktueller Stand 15,4 trotz ungewolltem Windschatten von dem riesen Reisebus, der mich hier gerade überholt hat. Aber der zieht jetzt weg, also das wird kein großes Verfälschen werden.
war 15,4, war es schon ordentlich, ordentlich hoch. Okay, die Strecke ist weit genug. Wir halten fest, 15,0 ist hier unser zweiter Wert. Also einmal beschleunigen und nach dem Beschleunigen heißt es dann, so, Geschwindigkeit erreicht, Verbrauchswerte einmal zurücksetzen. Und wir schauen mal, was rumkommt bei Tempo 110. Wir sind schon bei 15,5 angekommen, aber ich denke, wir werden wahrscheinlich über 16 kommen bei 110 km/h. Wäre zumindest mal meine Schätzung, aber ein paar Kilometer haben wir noch zu fahren. Und hier kommt jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100, heißt, ich breche ab. 17,1 ist hier der Messwert und hier ist auch die Abfahrt, die wir nehmen. Ihr kennt das Ganze schon, abfahren, auffahren, Gegenrichtung und dann haben wir endlich alle Messwerte hier zusammen. Das ist gut, denn der Akkustand der Batterie, der SOC, natürlich, so sagt man das so richtig, State of Charge, der geht langsam schon deutlich runter, nur noch 24% in der Batterie drin. Wird bald Zeit zum Aufladen. Aber eine Fahrt, die machen wir noch. So, 110 liegen an. Ich setze den Verbrauch zurück. Da haben wir es, 12,0. Und wir machen unsere letzte Messung. Und das war's, Leute. Letzte Messung 17,3 Kilowattstunden. Also wir haben alle Messwerte zusammen und mein Zukunfts-Ich wird euch jetzt sagen, was das Ganze für uns bedeutet. Wir haben hier wirklich interessante Werte. Bei 80 Stundenkilometern haben wir einen gemittelten Verbrauch von 11,0 Kilowattstunden und das ergibt eine Reichweite rein rechnerisch von 249 Kilometern. Das ist sehr ordentlich, natürlich langsam. Bei 90 Stundenkilometern sieht es folgendermaßen aus. Der gemittelte Wert im Verbrauch sagt 12,85 Kilowattstunden und eine Reichweite von 213 Kilometern. Nicht übel. Bei 100 km/h haben wir 15,05 Kilowattstunden als Verbrauch und eine Reichweite von 182 Kilometern. Und bei 110 km/h einen Verbrauch von 17,2 und 159 Kilometer Reichweite. Ihr seht, man hat hier schon einen deutlichen Unterschied. Zwischen 80 und 110 km/h liegen 90 Kilometer Reichweitenunterschied. Und auch die Verbräuche sind interessant von 11 bis zu 17,2 Kilowattstunden. Also das macht wirklich enorm viel aus. Auch die Sprünge von 80 auf 90 sind ja nur 10 km/h, aber fast 2 Kilowattstunden mehr an Verbrauch und 36 Kilometer weniger Reichweite. Also man muss da immer überlegen, natürlich, wie schnell will man persönlich fahren und ja, wie lang muss man dann stehen, um wieder länger zu laden, weil die Reichweite geringer ist. Aber mit den Werten kann man schon mal was anfangen. Und ich finde gerade so bei 100 Stundenkilometer, was eine ganz angenehme Geschwindigkeit ist, auch mit dem Spring, 182 Kilometer reine Autobahnreichweite, gar nicht mal so übel, ne? Ihr ladet den zu Hause voll, dann fahren wir, gut, wir fahren ihn ja nicht komplett leer, so 150 Kilometer, dann nochmal so 36 Minuten von 20 auf 80 aufladen, weiterfahren und ratzfatz hat man dann so 300 Kilometerchen zusammen.
Ja, finde ich gar nicht mal so übel. Sagt mir mal, wie findet ihr das? Oder habt ihr das selbst schon ausgetestet? Habt ihr andere Werte rausbekommen? Natürlich alles immer unter Optimalbedingungen. Ne? Ich bin jetzt hier ebene Strecke gefahren. Wenn es hügelig wird, ihr fahrt in einer bergigen Gegend, ändert sich das alles wieder. Ihr habt das Auto total vollgeladen. Ich bin alleine gefahren, ne? Mit 2 Personen plus Gepäck. Natürlich wieder weniger Reichweite. Aber ich denke, das hier sind ganz gute Anhaltspunkte, dass man mal sieht, was geht denn so mit dem Dacia Spring auf der Autobahn bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also, ich hoffe, es war interessant für euch und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei hier bei Mi AppleCat. Wer noch mehr sehen will von meinem Dacia Spring und vielen anderen elektrischen Fahrzeugen, schaut gerne mal unten in die Playlist unter dem Video verlinkt oder abonniert meinen Kanal. Es gibt immer was Interessantes Neues zu sehen. Also, bis dann, macht's gut.